erzähl doch nochmal. Und zwar, was mir auch noch sehr gefallen hat, war der Let's Play-Event heute. Mit LeFloid und Frodo und all den anderen Leuten fand ich eigentlich noch ganz cool. Fand ich cool. Ja, wobei ich das Ganze, also mit diesen Let's Play-Geschichten, gut, ich bin da jetzt nicht so in dem Thema drin, weil ich halt einfach nicht, ich habe zwei Let's Plays jemals hochgeladen, jeweils zwei Parts oder so, aber sonst, ich bin da in dem Thema nicht drin. Ich kenne zwar einige Leute aus der Szene, aber ich finde das halt, ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen übertrieben, wie die ganzen kleinen Kiddies auf die Leute abgehen, als ob das irgendwelche totalen Superstars wären. Ich meine, das sind die natürlich in deren bestimmten Zielgruppe, da 13 bis, oder sagen wir, 11 bis 16-Jährige oder was weiß ich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, oder du bist 19, dann fällst du gerade noch so in die Zielgruppe rein. Ja, ja, also ich finde es ein bisschen übertrieben, dass das alles so gehypt wird. Aber okay, ist es Gamescom, ist es nur einmal im Jahr, da kann man sowas vielleicht schon mal machen. Und ja, sonst war es halt relativ ruhig heute, was so Pressesachen angeht. Wir haben heute nicht viel gemacht. Dafür werden wir morgen umso mehr machen, uns mal so ein paar Spiele wirklich angucken. Das, was ihr wirklich sehen wollt, nicht so ein komisches Vlog hier. Linus, hast du noch irgendein Thema oder war es das eigentlich so? Also eigentlich nur zum Kosten wegen morgen. Ja, Linus will morgen sich verkleiden. Ja, erzähl mal. Genau, und zwar findet morgen die Pokémon Cosplay-Gruppe statt, in der Halle 10.1. Gerade also beim... Richtig. Und zwar gerade da, wenn er reinkommt beim Cosplay Village, ist dann der Treffpunkt. Und zwar fängt es um 11 an und geht bis 1 Uhr. Vorgesehen war natürlich gewesen mit 16 Uhr, aber das ist mir und auch euch da draußen, die ihr mitmacht, natürlich viel zu lang. Mitmachen werden ich als Ash, Lukas als Ash und Chris als Ash. Wir beide machen die Höhenversion und du machst die... Das war die Kanto-Region. Genau, und zwar er macht die Kanto-Version, also die allererste Version. Und wir werden auch dementsprechend darauf dann noch verlinken auf das Video. Am Samstag genau dasselbe in grün. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns erkennt, spricht uns gerne jederzeit an. Und Visitenkarten habe ich auch immer bei mir, also einfach antippen, einfach ansprechen. Und wenn ihr Autogramme wollt oder sonst was, einfach fragen. Ja, ich gebe das Mikrofon an Tobias mal weiter. Ja, während die drei sich als grüne Asche verkleiden, werde ich mal gucken, wen ich noch so treffe und ob ich noch so ein paar, vielleicht auch ein paar Interviews machen kann oder ob man noch mal einige Partnerschaften lässt. Für mich ist die Gamescom halt viel mehr eigentlich so ein Ort, wo man die ganzen Leute, mit denen man so über Skype und über alle möglichen Medien mal immer so kommuniziert, mal wirklich auch im Real Life sieht. Also ich habe hier Riole auch getroffen und der scheint auch ganz nett zu sein, auch wenn er sehr beschäftigt ist. Annika haben wir ja getroffen. Ja, du hast die Annika getroffen von Gamescom TV, die auch früher wohl für Galileo was gemacht hat und Galileo, so. Ja, und also das ist eigentlich für mich mehr die Gamescom, nicht halt die ganzen Spiele, weil ganz ehrlich, ich bin nicht so der Zocker. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich bin nicht so der Zocker. Und deswegen ist für mich die Gamescom halt einfach eher ein Termin, wo man halt mal Leute treffen kann. Und die man sonst schwer erreichen kann, weil die sich relativ gut abschotten. Aber dann können die einem nicht entkommen, wenn man dann auch selbes Level hat wie die. sonst ist es eigentlich relativ gut hier. Es ist immer ein bisschen nervig. Wir mussten heute wieder durch den Nordeingang rein und so ein Zeug. Und das war es eigentlich erstmal für heute von der Gamescom. Hier auf Scanray TV und auf Linux Windows Mac Hilfe. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich mal sagen. Vielleicht machen wir heute Abend noch irgendwas aus unserem Zimmer in der Jugendherberge. Da müssen wir nochmal überlegen, ob wir was machen. Sonst haben wir erstmal genug Schneidearbeit vor uns. Und das auf jeden Fall. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und falls ihr Video liked es ruhig, bla und Zeug, und ihr kennt das alles, ne? Alles, was die anderen YouTuber auch immer alle sagen, ne? was ihr trotzdem nicht macht, ja. Das genau, das kennt ihr alle schon, aber ihr macht es trotzdem nicht, danke. dann würde ich mal sagen, sagen wir alle mal zusammen einfach mal tschüss, ne? Eins, zwei, drei. Tschüss! Tschüss.